Verena bekommt einen neuen Haarschnitt. Das wäre an sich noch nichts Ungewöhnliches. Da Verena aber Notstandshilfe bezieht, könnte sie sich einen ausgiebigen Friseurbesuch eigentlich nicht leisten. Friseur Bernhard Müller vom Friseurstudio Hurricane hat sich aber dazu entschieden, vor Weihnachten einen Tag lang Menschen zu frisieren, die obdachlos oder anderweitig in Not sind. Verena hat Probleme mit dem Herzen und tut sich schwer, einen Job zu finden. Sie wird von der Caritas betreut. Durch seine Hilfe hatte ich schon mal eine Wohnung in Salzburg Hauptbahnhof. Seit April 2013 durch den Herrn Rothbucher seine Hilfe wieder eine neue Wohnung, die sehr ruhig ist. Und seit 31. August 2013 leider keine Arbeit mehr. Ich war in einer Wäscherei in der Stadt Salzburg. Das wurde mir zu viel, Druck und Stress. Und seitdem keine Arbeit. Zusätzlich zu den Gratisfrisuren sammelte Bernhard Müller noch Schlafsäcke und warme Kleidung über seine Facebook-Seite. Die Resonanz hat ihn selbst überrascht. Also ich habe mir im letzten Jahr immer schon überlegt, einmal was Gutes zu machen für die Menschen oder für die Obdachlosen oder für die, die was halt nicht so gut geht. Und habe mir überlegt, mir kostet es nicht viel Zeit oder Aufwand und man gibt die Menschen einfach wieder ein bisschen Wohlbefinden zurück. Und ja, und nebenbei eben haben wir auf Facebook die Sammelaktion gestartet mit den Schlafsäcken. Nach einer halben Stunde ist die Frisur fertig. Jetzt geht es für Verena wieder an die Jobsuche. Jede Arbeit, langsam. Es sollte eine langsame Firma sein zum Eingewöhnen, aber jede Arbeit.